Über den Frontübergang am Niederrhein gibt es viel Geschichte und viele Geschichten. Aber über die ersten Kriegsmonate und die ersten Berührungspunkte unserer Heimat mit Kriegshandlungen ist kaum etwas bekannt. Nach dem Überfall auf Polen im September 1939 sind am Niederrhein, verteilt auf den Höfen, viele Einheiten stationiert und werden hier für den Überfall auf die Nachbarländer vorbereitet. So auch in Hamp, wo die hier zu sehenden Soldaten der 56. Infanteriedivision von November 1939 bis April 1940 wohnen und ihre Truppenübungen in der Umgebung abhalten, ehe sie im Mai 1940 in Richtung Belgien, Luxemburg und die Niederlande abziehen. Den Hampern aber bleiben die direkten Auswirkungen des Krieges dennoch vor Augen, denn auf den Bauernhöfen werden ab Juni polnische Kriegsgefangene als Zwangsarbeiter eingesetzt. Vier von ihnen unternehmen am 14. Juli 1940 einen Fluchtversuch, der schnell entdeckt wird. Im Winkelschen Busch werden die vier aufgegriffen. Zwei der Männer werden sofort erschossen. Ein dritter erliegt am nächsten Tag seinen Verletzungen im Lazarett St. Bernardin. Der vierte ergibt sich. Die drei Toten, Tadeusz Glebotski, Czesław Jarocki und Czesław Mynarczyk, werden in Kapellen beigesetzt, da Hamp noch keinen eigenen Friedhof hat. Auf diesem sind ihre Grabsteine auch heute noch zu finden. Sie stehen neben den Gedenksteinen der 23 Kapellner Kriegstoten. Wir laden ein zu einem Spaziergang durch Sonsbeck, damals und heute. Vom 7. bis zum 24. Mai in Sonsbecker Schaufenstern.